Was geht ab, meine Monster, und herzlich willkommen zurück zu endlich einem neuen Video. Wir spielen den Pet Simulator X von Big Games und ich hoffe, der ist mindestens genauso gut wie der alte Pet Simulator. Und ich bin froh, endlich wieder ein Video machen zu können. Ich habe nämlich actually überhaupt keine Zeit gehabt, aber jetzt bin ich wieder da. Hab heute in Roblox reingeschaut, hab das Spiel gesehen, hab gesehen, dass es momentan mega im Hype ist. Und wir wissen, Pet Simulator Games sind sowieso auch genau mein Ding. Und wir fangen hier mit Bubble an, dem kleinen Schnuffelwuffelhund. Und ich würde sagen, wir sammeln jetzt hier ein bisschen Geld. Und ihr kennt das Prozedere. Mit dem Geld können wir dann neue Eier kaufen und hoffen, dass da richtige Rare Pets drin sind. Und gehen dann hier richtig steil. Es gab schon ganz viele dieser Art. Und ich sehe aber auch, dass hier eine Menge Sachen sind. Truhen, Rewards und so weiter, das kenne ich alles nicht. Mal schauen. Rang-Rewards, gucken wir mal eben. Could not redeem rewards. Okay, warum auch immer. Ich habe auch gerade versucht, den Twitter-Code einzugeben. Da hat er mir gesagt, dass ich zumindest einen Basic-Rang brauche. Das heißt, ich muss es wahrscheinlich erstmal ein bisschen spielen, bevor ich hier Codes und so weiter anwenden kann. Machen wir, gar kein Problem. Wir spielen wie immer ohne Robux. Das heißt, wir werden jetzt hier hart arbeiten müssen, um, sage ich mal, das erste Ei für, ich habe keine Ahnung, 300 Goldmünzen kaufen zu können. Oder auch nicht, die haben wir schon. Okay, das ging schnell. Und damit werden wir dann hier erstmal ein schönes, cooles Ei kaufen. Ah, was ist drin? Wie immer, nie Glück, ein Basic Bunny. Und das heißt Charlie. Nice. Charlie, ich guck mal, ob Charlie gut ist. Was hat denn Charlie für Werte? Kann man gar nicht sehen, glaube ich. Aber es sind beides Basic Pets. Wir gucken mal, wie schnell das jetzt hier geht. Oh, 500. Charlie, machen wir da mit. Da sollte ja hier ordentlich Geld bei rumkommen. Oh, das dauert aber lange. Ja, Charlie, das ist, das dauert uns zu lange. Wir nehmen erstmal die Kleinen noch hier für 60. Mal gucken, wie schnell ihr da seid zusammen. Oh ja. Oh ja. Das geht ordentlich steil. Yo, das läuft. Das machen wir jetzt mal weiter hier. Und es gibt auch Quests, habe ich gerade gesehen. Wo kamen die Quests her? Pick up 500 Orbs. Also 500 von diesen blauen Sachen einsammeln. Wo sind denn meine Quests? Hier drauf? Achievements? Oh, hier. Nice. Das heißt, wenn wir drei Eier öffnen, kriegen wir sogar nochmal 500 Goldmünzen und so weiter und so fort. Oh, man wird hier belohnt. Das ist schön, das mag ich. Und, oh, jetzt machen wir doch hier so eine große Truhe auf. Aber das macht gar nichts. Das gönnen wir uns. Das sammeln wir hier alles schön ein. Und gleich haben wir es. Und dann kaufen wir uns schon mal das nächste Ei. Und ich weiß noch nicht, inwieweit wir in dieser Folge voranschreiten werden. Tut mir einen Gefallen, hinterlasst mir gerne ein kostenloses Abo und smash den Like-Button. Das ist noch viel wichtiger, denn dann sehe ich, wie sehr ihr dieses Spiel hier sehen wollt. Und macht dann natürlich noch weitere Folgen. Geht aber nicht davon aus, dass ich momentan jeden Tag wieder ein Video schaffe. Aber ich versuche wirklich, Hand aufs Herz, ich versuche wirklich so 2 Videos pro Woche wieder hinzukriegen. Und dann tasten wir uns langsam wieder rein. Ich habe euch viel zu lange hängen lassen. Das weiß ich. Es tut mir mega leid. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, wer noch seit Anfang an am Stissel ist. Oder beziehungsweise, wer noch da ist mit der Abozahl, wann er abonniert hat. Ich weiß zum Beispiel, dass hier ganz viele Leute immer noch das Abo-Merch tragen hier. Das 2000er Special, dieses hier. Das haben noch ganz, ganz viele. Und mal gucken, wer von den alten Hasen noch am Start ist. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und wir haben wieder 324 Goldmünzen hier zusammengekriegt. Das heißt, wir brauchen hier ein neues Egg. Und gucken dann mal. Ich würde auch sagen, wir schaffen in dieser Folge noch mindestens einmal so ein 1000er Egg hier. Yep, confirm. Und jetzt komm. Be my lucky hero. Wir haben eine Katze gekriegt. Nice. Jetzt haben wir eine Katze, einen Hund und einen Hasen. Ich, ja, einen ganzen Zoo hier haben wir. Nice. Und dann schauen wir mal, wie schnell sind die denn jetzt hier zu dritt? Wo ist denn der Hase? Lol, die Katze ist halt super langsam. Was ist los mit der Katze? Hopp, hopp, hopp. Wir haben keine Zeit. Wir müssen Gold abbauen. Ja? Gönn dir. So, was haben wir denn hier noch? Ein Teleporter, der uns in die ganzen Gebiete bringt. Eieiei, da gibt es ja richtig viel. Da sind wir ja noch richtig lange dran. Und ein Hoverboard gibt es hier sogar später auch. Also es scheint wirklich viel Content da zu sein. Big Games macht halt auch gute Spiele. Big Games ist immer nur das Problem, dass sie dann viele Robux wollen. Für die Sachen. Lass uns mal gucken. Na, perfekt. Da haben wir schon wieder ein paar Münzen zusammengekriegt. 166 schon. 1, 2 und die Katze noch. 3. Was gibt's denn hier noch? Ah ja, hier kann man nämlich für Robux 8 Pets kaufen. Make Golden Pets. Ah, da braucht man bestimmt 3-mal dieselben oder sowas. Oh, hier ist ja richtig viel am Start. Das nehmen wir mit. Oh Leute, wir brauchen 10.000 Münzen. Holy moly, 10.000 Münzen, um da hinten durchzukommen. VIP only.
Ah, nee, das ist auch für Robux. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich bin momentan kein Premium-Mitglied mehr bei Roblox. Das muss ich vielleicht auch mal wieder ändern. Und das fand ich immer ganz nett. Dann kann ich auch endlich mal wieder was machen. Und wir schauen mal. Auf jeden Fall wird es jetzt wieder viel, viel mehr Videos geben. Und jetzt müssen wir mal gucken. Ich würde sagen, ich farme jetzt einfach für euch mal so ein großes Ei. Und dann gucken wir mal, was da gleich bei rumkommt. So, ihr Monster, ich habe tatsächlich schon von den 2700 Goldmünzen-Eiern eins gezogen, habe da Golden Bubble gezogen, habe tatsächlich dann Bubble den Hund ausgetauscht, aber ich wollte natürlich Bubble in Ehren halten. Und wir haben das neue Gebiet für 10.000 Goldmünzen auch schon freigeschaltet. Ich habe mich auch dazu entschlossen, dass wir dieses Spiel echt versuchen durchzuspielen. Nicht in diesem Video, aber es wird ein Mehrteiler. Freut euch also auf weitere Folgen. Und wir haben jetzt gerade 30.000 Goldmünzen. Das heißt, wir können jetzt erstmal richtig zulangen und holen uns hier das grüne Ei. Und kaufen einfach mal eins, das Grasei, und hoffen, ein Basic Squirrel, also ein Eichhörnchen, 34%. Wir ziehen einfach noch eins. Gucken. Und ziehen den Blackbeard, den schwarzen Bär. Und wir ziehen noch eins. Kann ich gar nicht, ich habe nur noch fünf. Wir können noch eins von denen hier ziehen. Ja, wir ziehen jetzt noch so ein Holzei. Gucken mal. Und haben hier einen Monkey bekommen, einen Affen. Jetzt ist natürlich die Frage, wäre das ein besseres Ei gewesen als das, weil es teurer ist? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ihr könnt mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, weil hier steht auch nichts dazu. Also hier sind keine Werte oder sowas angegeben, oder? Kann man das hier machen? Nee, kann man nicht. Ich sehe hier nur... Oh, doch, hier. Hier, 18, 24, 25. Das werden die Werte sein, denke ich. Das heißt, wir werden die Katze austauschen gegen Squirrel. Wir werden das Bunny austauschen gegen den Bären. Und wir werden... Nein! Ach doch, die Kuh austauschen gegen den Affen. Und damit ist Golden Bubble tatsächlich noch drin. Und jetzt haben wir 25, 24, 18 und 9. Ich weiß nicht, was es ist. Ich glaube, der Multiplikator. Bin mir aber nicht sicher. Und ich habe festgestellt, die... Diese Geschenkboxen geben tatsächlich am meisten Geld. Also wenn die spawnen, solltet ihr die wirklich abarbeiten. Und wenn das dauert, dann geht irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, geht auf Toilette, holt euch ein Wasser, geht Mama nerven oder sonst was. Auf jeden Fall, wenn die spawnen, nehmt die mit, denn die geben richtig viel Geld. Und richtig schnell auch Geld. Aber alleine was jetzt hier gedroppt ist, 1100 noch was. Oh, es geht aber jetzt richtig schnell mit den neuen Pets. Und was ich auch gesehen habe, da hinten gibt es einen Upgrader in der neuen Welt. Ich guck mal gerade. Da brauchen wir irgendwie 1700 Diamanten, je nachdem wie viel jetzt hier droppen. Oh, 1720. Können wir mal gucken, da können wir nämlich verschiedene passive Fertigkeiten upgraden. Und guck mal, wen ich entdeckt habe. Flashy Blocks. Flashy Blocks spielt auch mit. Ich weiß nicht, ein Video macht er glaube ich nicht, aber Flashy Blocks spielt mit, ist mir nachgejoint. Vielleicht kriegen wir ihn auch wieder auf Kurs, ein bisschen mehr Roblox zu spielen. Wie gesagt, wir werden dieses hier durchspielen, diesen Simulator. Also ich versuche es. Ich versuche diesen Simulator durchzuspielen. Ich werde auch heute einfach durchsuchen und ein Video nach dem anderen machen, um zu gucken, wie weit wir kommen. Und hier können wir jetzt für 1750 die Pet Strengths erhöhen. Ah. Player Speed wäre natürlich auch nicht schlecht. Wir sind halt wirklich, wirklich langsam. Aber es gibt später wohl ein Hoverboard. Das heißt, wir werden jetzt hier noch die 30 Diamanten sammeln und dann auf Pet Strengths gehen, damit wir hier die Pets oder dass die dann schneller abarbeiten können. Ich glaube, das ist nämlich wichtig. Ich glaube, ansonsten kommen wir hier echt nicht gut durch. 75.000 ist schon eine Hausnummer. Ihr kennt es wirklich. Bei Big Games wird immer hart gegrindet. Und wir müssen natürlich, ne, die wollen, dass wir Robux investieren. Machen wir aber nicht. Das heißt, wir werden jetzt... weiter grinden, um durchzuziehen. Und ich glaube, für die Kiste brauche ich ein bisschen... Ja, ich gehe mir mal einen Kaffee machen. ...258.000 Goldmünzen. Das heißt, wir werden jetzt die neue Area freischalten und dann müssen wir komplett zurücklaufen, weil ich habe tatsächlich gefunden, was bei Big Games wieder kostet. Ich zeige es euch gleich. Einen Moment. Wir schalten das ganze Ding hier frei. Wir gucken mal, was es hier gibt. Eine Strand-Area tatsächlich. Ein Strand. Ist das ein Strand? Sieht ein bisschen aus wie ein Strand. Und hier können wir Pets fusen. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Wir gucken mal. Vielleicht kann ich die dann noch stärker machen. Wir gucken uns das Ganze mal an. Auf jeden Fall eine weirde Maschine. Und das kostet 2500 Diamanten. Ich habe noch 3000. Das heißt, wenn wir jetzt... Warte mal, was? Den und den und den. Fusen? Was kommt denn dabei raus dann?
Also ich kann ja die neuen Eier eigentlich aufmachen. Ist ja gar kein Problem, ne? Wenn wir die jetzt einfach alle wegfusen, was passiert denn dann? Wir probieren es einfach mal zum Testen. Ja, wir sind uns sicher. Da kam jetzt einfach nur ein Level 27-Pet raus. Das hat sich halt absolut nicht gelohnt. So gar nicht. So überhaupt nicht. Das war komplett wasted. Oh nein. Ich glaube, dass, wenn wir fusen, also pro Pet, was man dranhängt, bekommt man ein Level weiter. Jetzt habe ich einen roten Papagei, der einfach kacke ist. Ach nö. Aber macht nichts. Sie haben noch 183.000 Goldmünzen. Das heißt, wir müssen jetzt einmal zurück zum Shop laufen und die neuen Eier für die neue Welt freischalten. 400.000 für die nächste Welt. Und ich habe es euch ja gesagt, wir werden durchziehen. Und ich würde sagen, in dieser Folge werden wir noch das neue Ei öffnen, beziehungsweise jetzt drei neue Eier, weil wir sind komplett wieder, das war komplett idiotisch. Und dann sehen wir, was wir noch machen oder ob wir dann das weitere in der nächsten Folge machen. Ich glaube schon, mal schauen. Und ich habe entdeckt, Teleport, wenn ihr ein Shop-Teleport kaufen wollt, braucht ihr 25.000 Diamanten. Da hat Big Games also wieder die Sachen verkauft, um, ich sag mal hier, ne? Ihr seht schon, Diamanten verkaufen zu können für sehr, sehr, sehr viele Robux. Naja, wir schaffen es trotzdem ohne. Ihr wisst es, ich spiele die Spiele eigentlich immer ohne Robux. Und wir gucken jetzt mal, die neuen Eier kosten hier. Oh, das ist wieder ein Golden Egg für 315.000. Na, das haben wir nicht. Wir machen eine Kokosnuss auf für 110 und hoffen auf... Oh, hier gibt es die ersten mythischen. Schauen. Ich habe einen Ugly Duckling. Ich habe eine hässliche Ente gezogen. Für 100.000. Macht nichts. Das heißt, wir ziehen noch eine 35.000er hinterher. Wir brauchen nämlich wieder ein paar neue Eier. Oh, die ist tatsächlich mega süß, die Turtle. Die ist halt super süß. Davon ziehen wir noch ein. Ist auch eine Turtle. Ich habe sie schon da unten stehen sehen. Oh, ich habe sie schon stehen sehen. Ich habe mir gedacht, so, ist es das? Aber tatsächlich ja. Aber wir gucken mal eben die Werte. Die liegen bei 63 bei der Duck. Und 39 bei der Turtle. Es macht also fast schon keinen Sinn, die noch zu öffnen. Die 35.000er sind halt deutlich schlechter, also um die Hälfte schlechter, als das Schlechteste aus diesem Ei. Das kostet aber auch echt viel, ne? Egal, wir haben auf jeden Fall wieder 4 Pets am Start. Das heißt, wir können wieder Vollgas geben. Und wie ich schon sagte, es gibt ja hier auch verschiedene Quests, ne? Ihr müsst unbedingt, falls ihr das Spiel auch spielen wollt, diese Kisten hier machen, die sind wichtig und auch die Schatztruhen, denn dafür kriegt ihr nochmal extra Geld. Oh, das geht jetzt hier super, oha, ihr seht schon, das geht jetzt hier super schnell. Genau, jetzt habe ich nämlich Presence 1 completed, das ist nämlich wichtig, um da nochmal extra Geld zu bekommen. Bin direkt auf 6.000 wieder hoch, jetzt gucken wir mal schnell. Die nehmen wir jetzt nochmal mit für die Quests, die zählen nämlich und die gehen schnell und die Kiste nehmen wir da auch mit. Und dann, oh, Diamanten, auf jeden Fall. Wir haben gesehen, wir brauchen Diamanten ganz dringend, auch für dieses Fusing. Wobei, das würde ich nicht mehr machen. Ich glaube, das ist so ein Ding, das mache ich vielleicht ganz am Ende. Denn die Eier bringen momentan viel, viel mehr. Ich denke, ich sollte mit den Diamanten, die ich bekomme, eher auf Upgrades gehen und da die Stärke hochsetzen. So, ziehen wir hier nochmal durch. Die kriegen wir auch nochmal hin. Aha, das dauert ein bisschen. Okay, während meine Pets diese Truhe abarbeiten, sage ich einfach mal, ich hoffe, euch hat der Simulator gefallen. Smash den Like-Button, dann sehe ich, ob ihr mehr von dem Simulator sehen wollt. Ich werde sowieso versuchen, den aber durchzuspielen. Und hinterlasst mir gerne ein kostenloses Abo. Ich bin wieder zurück. Es hat mir mega Spaß gemacht. Ciao. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Falls ihr es noch nicht getan habt, hinterlasst mir gerne ein kostenloses Abo und smash den Like-Button. Bis zum nächsten Mal, euer Zockmonster. Ciao.